Ja, ich würde sagen, da sage ich einfach dem Donnerbengel mal Bescheid. Da macht er auch seine Angriffe. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, nicht, dass der zu spät kommt, wie ich gestern hier etwas zu spät eigentlich dran war im Clankrieg. Ja, hier bei Free-to-Play, muss ich sagen, sind die Angreifer wirklich zügig dabei, teilweise. Und wenn du Pech hast, dann bestraft dich das Leben, wenn du zu spät kommst, denn dann sind keine Angriffe mehr offen. Aber wir können mal in den letzten Clankrieg reingehen. Ihr seht, unser Log ist fantastisch. Fantastisches Kriegslog hier bei Free-to-Play. Also, ich hatte schon mal, glaube ich, gesagt, wir verlieren nicht gerne. Und ich glaube, wir haben noch nie, ich habe das mal jetzt geguckt, die letzten 50 Kriege müssen das ja mal sein. Wir haben nie zwei darauf folgende Clankriege mal verloren. Sondern immer mal ein, gar keine Frage. Das ist halt so. Nie zwei hintereinander, aber wir haben zwei hintereinander gewonnen. Das waren auch wieder kleine Clankriege. Alles das, was ich eigentlich nicht mag. Alles das, was ich nicht mag. Und der Feind hat uns natürlich gut zugesetzt oben. Das lag einfach daran, dass wir hier im oberen Bereich auch nicht alle Bases zubekommen haben. Aber wir gehen mal von oben nach unten durch. Dann sehe ich auch mal wieder ein bisschen was. Jo, 14, ne? Alles klar, aber kleine Ausbaustufe, also das Rathaus ist 14.1 und die Base ist ja eher Rathauslevel, was ist das so, 10, ne? Rathauslevel 10 Niveau, würde ich sagen, aber viel, viel mehr ist es denn nicht. Und Tät hier mit den Superhexen, das ist sehr cool, sieht man im Moment eher selten, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall auch für euch so ein bisschen was ganz Spezielles vorbereitet, noch für die, ich glaube, für die morgige Folge. Muss ich mal gucken, ob ich das morgen mit reinnehme. Aber da lasst euch mal überraschen, was wir da machen. Aber hier, wie gesagt, ja, bin ich ein bisschen zu spät gekommen, konnte dann eigentlich nur noch zwei dusselige Angriffe machen. Einen habe ich richtig verdattelt mit 35% auf eine Base. Ja, da habe ich echt gepennt und bin von einer völlig verkehrten Seite reingekommen. Also ein richtig dicker, dicker Buckhammer, so will ich das mal sagen. Ich habe einen Feger weggeblitzt und komme dem anderen Feger entgegen. Das war so eine Ironie. Und ich habe hier gedacht, als ich angegriffen habe, Thorsten, wieso machst du das jetzt eigentlich? Du machst den einen Feger weg und kommst den anderen entgegen und fliegst den anderen nicht in den Rücken. Na, egal. War auf jeden Fall von mir aus eine witzige Situation. Aber den zweiten habe ich noch gemacht. Dann hieß es einfach nur, ich sag mal so, looten, 11 auf 11 habe ich dann gemacht. Ich habe ja gesagt, ich bin Minimum mit einem Account jetzt immer mit in den Clankriegen mit dabei. Und das ziehe ich jetzt auch so durch. Ich tausche ein bisschen durch. Also ich bin jetzt zweimal jetzt mit Chief Barfuß mit dabei. Den stelle ich jetzt wieder auf Rot. Dann rotiere ich so ein bisschen. Leila geht jetzt demnächst mit als Rathaus 10. Dann, ich sag mal so, dann bekommt jeder so ein bisschen seine Sterne. Wenn es denn eng wird, können die mal, so wie sie es jetzt gemacht haben, natürlich auch den Donnerbengel mit reinnehmen. Das ist keine Frage. Dem sage ich dann Bescheid, dass der dann bitte seine Angriffe auch macht. Und dann macht er die auch. Sonst gibt es Ärger mit Papa. Und dann macht er die auch und wird dann sicherlich ja, versuchen, noch irgendwo Sterne zu machen. Können wir gleich mal reingehen, ob der Donnerbengel denn überhaupt eine richtig schöne Rathaus 9 Base hat. Sonst muss ich ihm noch eine bauen, beziehungsweise klauen und kopieren. Oder aber, ob er da schon ein ganz gutes Ding hat. Aber schön hier mit den Superhexen schön durchgezogen hier. Und wie gesagt, im Moment, also ich habe die Truppe jetzt selber schon länger nicht gesehen auf dem Feld. Ich meine, klar, sie ist immer da, wenn man sie denn ausbaut. Und der Tät hat die Truppe mal genommen. Und ich finde auch absolut zu Recht die Base hier niedergemäht. So gehört sich das. Ah, da haben wir im anderen Clan ein kleines Problem mit. Jetzt nicht mit solchen Bases oder so. Aber oh, 96 hat der Tät hier auch geholt. Donnerwetter, alter Falter. Eieieiei. Also knappe Kiste mal wieder am Perfect War. Aber im anderen Clan haben wir leider ihr habt ja gerade gesehen, das war ja, man nennt das immer so, ein Rusher.
Und da haben wir im anderen Clan leider immer einen kleinen Nachteil mit. Deswegen nehme ich auch eigentlich Rusher nicht so gerne auf, denn sie können zwar gute Angreifer sein, ja. Das Problem ist immer, du hast immer diesen kleinen Nachteil, dass die Base halt so schwach ist und du dann dort auf dieser Position immer irgendwo 3 Sterne kassierst. Also es ist eher sehr, sehr selten, dass dann die Base eines Rushers irgendwo defft. Und dann, ich sehe das immer so als wirklich kleinen Nachteil an, den man eigentlich hat, obwohl man vielleicht vom Matchmaking her mag ja sein, dass es dort für den Rusher etwas angenehmer ist im Angriff, aber in der Verteidigung ist er ja, dann halt zu schwach und jedes darunterliegende Rathaus ist dann in der Regel immer ein bisschen stärker und ja, da, wie gesagt, du kassierst halt fast immer 3 Sterne in dem Fall und das ist immer ein bisschen unglücklich und da hat man immer so ein kleines, ganz, ganz kleinen Nachteil. Also der Nachteil ist, der ist jetzt nicht riesengroß, aber er ist halt da und er ist halt auch sehr ärgerlich. Ich werde euch die Tage unter Umständen mal zeigen, wenn ich mich daran erinnere, was ich damit meine. Denn das kann einem dann schon den ein oder anderen Clankrieg kosten, wenn du eigentlich, wie gesagt, weißt, der Clankrieg geht verloren, weil der noch 3 Sterne kassiert. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber der Zippi hier auf den Alex, den Großen. Alex der Große, war das auch ein deutscher Clan? Muss ja gleich mal reingucken, ob das auch ein deutscher Clan war. Gegen deutsche Clans, muss ich sagen, habe ich immer so ein bisschen, muss man gerade mal gucken. Ah, ne. Aber ein deutscher Spieler scheinbar, ne? Witzig, ne? Alex der Große. Okay. Aber ist auf jeden Fall India. Okay, also war jetzt wirklich nicht irgendwo... dass dort sich jemand eingeschlichen hat. Ich meine, ich war auch lange Zeit ja mit Avatar in einem BD-Clan, sehr, sehr lange sogar und echt war ein cooles Gefüge, allerdings von der Zeitenverschiebung her ist das ein bisschen unglücklich, wenn man in so einem internationalen Clan ist, wo die einen dann halt pennen, wenn die anderen spielen und die anderen spielen, wenn die anderen pennen. Das ist dann halt so, aber trotzdem war ich da, glaube ich, damals zwei oder 3 Jahre sogar mit dem Avatar-Account. Also ich bin dann irgendwann, ging das dann nicht mehr, sage ich mal. Weil auch dort so ein bisschen das Gerusche losging und ich dann doch mit dem Account in Clans rein wollte, die, ich sage das jetzt mal so, in meiner Zeitzone liegen. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Aber wenn man, wie gesagt, in so einem internationalen Clan spielt, dann hat man natürlich immer damit zu kämpfen, dass man sich in verschiedenen Zeitzonen befindet, sich unter Umständen niemals irgendwo treffen kann, außer irgendeiner nimmt eine harte Bürde auf sich und steht mitten in der Nacht auf, damit er mit dem anderen, der nachmittags im Discord hockt, endlich mal sprechen kann. Aber dem kann man, wie gesagt, ja umgehen. Und ich denke mal, es gibt im deutschen Bereich vor allen Dingen immer noch sehr, sehr viele Clans, die aufnehmen. Kurze Information für die, die sich im Clan Herausforderer bewerben. Ich nehme im Moment, haben wir dort keinen Platz, auch wenn ihr dort Platz seht. Denn ich warte nach wie vor auf einen Zurückkehrer. Einer von den beiden, die ich da gekickt hatte vor Tagen, ist schon wieder zurückgekehrt, der andere noch nicht. Vielleicht eine kleine Spielpause eingelegt oder so, weil man hört und sieht gar nichts. Und da wollte ich den Platz in jedem Fall freilassen. Wenn ich da genaueres weiß, dann nehme ich auch sicherlich dort wieder welche auf. Aber wir hatten jetzt immer nur einen Platz. Ich weiß, ihr habt den gesehen und wolltet den unter Umständen haben. Und dann hat ich oder Max, wir haben euch abgelehnt. Und du kannst natürlich in so eine Ablehnung leider nicht reinschreiben, warum du denjenigen ablehnst. Ne? Also in die Kick-Nachricht kannst du noch was reinschreiben, so nach dem Motto, du kannst gerne wiederkommen, wenn du aktiver bist. Aber wenn du jemanden ablehnst, kannst du nicht schreiben, warum du ihn ablehnst. Ja, also ich lehne dich ab, weil Clan ist leider voll, der Platz bleibt und so weiter. Klar könnte man den Clan jetzt zumachen und könnte dann die verbliebenen Leute dann einladen. Dann kommen die trotzdem in den Clan rein, auch wenn der geschlossen ist. Aber dem ist im Moment leider nicht so. Und deswegen
Das wäre eigentlich ein Punkt noch gewesen, dass es alles gibt, aber einige Sachen nicht gibt bei Clash of Clans. Also wenn du jemanden ablehnst, kannst du ihm nicht mitteilen, warum du ihn ablehnst. Kann ja sein, dass derjenige dann gar nicht weiß, oh, wieso nehmen die mich jetzt nicht auf, so schlecht bin ich doch gar nicht. Und dann kann man wenigstens schreiben, ja, wie gesagt, Clan ist voll oder wir nehmen im Moment nichts auf. Ich meine, dann kannst du den Clan auch zumachen, klar. Aber so, dass derjenige wenigstens eine kurze Info hat, dass es nicht so schlimm steht um ihn. So will ich es mal sagen. Naja. Aber der Whopper hier mit dem Doppelschlag, also 2x3. Und wie gesagt, ihr seht das selber hier, ging Base auf Base. Und ja, wenn du nicht schnell genug bist, also ich muss mich da auch so ein bisschen sputen, dass ich den ersten Angriff denn doch schon so ein bisschen zeitnah mache und dann mit dem zweiten gucke, wo ich noch etwas verbessern könnte. Aber mit dem Rathaus 13 und 14 fällt mir das ein bisschen leichter. Da kann ich relativ lange warten, weil man muss erstmal gucken, wie schaut es denn eigentlich unten aus. Und mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Ja, der Hase hier auf die Nummer 7 vom Clan, wie heißen die? Sanhok. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade einen Faden verloren. Er ist auch nicht so schlimm. Ja, zeitnah. Man sollte zeitnah angreifen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Und irgendwie juckt mein Fuß. Ah, weißt du, das ist dann so eine Stelle, wo du jetzt die ganze Zeit dran rumjucken möchtest, ne? Ihr kennt das sicherlich auch, ne? Da juckt es irgendwo und dann möchtest du eigentlich die ganze Zeit entjucken. So will ich es mal sagen. Okay, was hat er gemacht hier, der Hase? Auch mit Luft angegriffen. Ich glaube, diese Base habe ich danach auch recht ähnlich gemacht. Noch mit meinem Account hier, mit dem Schief Barfuß. Und habe den auch gedreiert, denn die ist echt nicht so super schwer gewesen, weil sie auch noch nicht ganz ausgebaut war oder ist. Und habe hier auch 3 Sterne im Nachgang geholt. Ich hätte eigentlich auch 2x11 angreifen sollen. Dann hätte ich wenigstens maximalen Loot bekommen, also Kriegsbeute. Aber da war ich auch wieder nicht Fuchs genug und habe gedacht, ah, ich muss unbedingt beim Rathaus 12 einen Stern schaffen, damit ich dort besseren Loot bekomme. Ja, das lehrt einen dann auch, dass man das doch einfach sein lassen soll. Man soll einfach seinem Gefühl dann folgen. Und wenn das Gefühl sagt, mach lieber einen 11er, aber der Ego sagt, ich mache jetzt einen 12er, also ein stärkeres Rathaus, dann sollte man doch darauf hören, was der erste Gedanke ist. Der erste Gedanke, Leute, ist immer der richtige Gedanke. Ja, das ist in vielen, vielen Prüfungssachen so. Ihr kennt das sicherlich, Fahrschule oder so. Wenn ihr da irgendwo ein Kreuz setzt, nicht nochmal drüber überlegen, sondern es so belassen, wie es ist. Denn je länger man über gewisse Sachen nachdenkt, desto unsicherer wird man, was ist jetzt wirklich eigentlich das Richtige, was ich tue. Und die erste Entscheidung ist eigentlich in der Regel die richtige Entscheidung. Wenn es dann die falsche Entscheidung ist, dann ist das auf jeden Fall die falsche Entscheidung mit Schwung. Ja, aber so hat man dann nicht das Gefühl so, oh, ich muss jetzt, ah, was mache ich? Mache ich jetzt eher den oder mache ich eher den? Ja, nee, ich würde sagen, ich mache erst mal den. Also auch hier sehen wir einen klassischen Rusher, einen klassischen Rusher im Clan Sanhok. Naja, Free-to-Play, jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich auch ein bisschen schmunzeln, was mich damals geritten hat, diesen Namen so zu wählen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, es hatte mich mal jemand gefragt, wie der entstanden ist. Aber ihr könnt euch sicherlich, damals gab es eine kleine Abstimmung, wie wir unseren Free-to-Play-Clan nennen. Und das ist ja so eine kleine Anspielung an den damaligen Global, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und weil genau so, sage ich mal, genauso war der Global, wie ich Free-to-Play schreibe. Und deswegen ist das, glaube ich, so gekommen. Also es ist eigentlich nur eine kleine Anlehnung an dem, was mal war. Und ja, auch ein bisschen überspitzt, sage ich mal. Also ist nicht ernst gemeint. Nicht alles immer so ernst nehmen, was ich sage. Ab und zu auch mal sagen, yo, laber du Mann, Toto. Ja, jetzt bist du auch schon wieder 15 Minuten fast am Durchreden hier. Ja, gar keine Frage.
ich will jetzt nicht sagen extra für euch, aber so habt ihr ein bisschen Clash of Clans von mir, wisst so ein bisschen rum Bescheid hier um dieses Ganze rumherum. Die Folge hier kam jetzt heute auch um 15 Uhr. Nee, stimmt gar nicht, die kam schon um 14 Uhr, ne? Das hatte einfach den Hintergrund, dass ich euch, was ich eigentlich nicht so gerne mache, euch die Clanspiel-Rewards leaken kann. Ich meine, die könnt ihr dann sowieso vermutlich im Spiel sehen oder aber auf den offiziellen Clash of Clans Twitter oder Facebook Account. Dort wird das in der Regel eigentlich auch geleakt, was es als nächstes in den Clanspiel-Rewards zur Auswahl gibt, und dann kann man schon sehen, ne, wird eine tolle Woche oder wird eine maue Woche. Die Rewards sind nicht so gut, wie ich sie mir erhofft habe, aber den letzten gucken wir uns auch noch an hier. Den Kobri, das ist Rathaus auf Rathaus, mal so ein bisschen mit weniger Helden, nämlich nur mit einem. Okay, aber das kann man mal machen, denn 34 ist in jedem Fall Rathaus Level 10 Niveau. Bis 30 gehen sie ja auf Rathaus Level 9, also er ist schon auf jeden Fall ein 10er. Und dann kannst du den mal wegtippen hier. Den machen wir dann auch gleich mal ein bisschen schneller. Und ultraschwache Base hier. Echter Mauermuffel. Kaum zu glauben bei den Preisen, weil die sind ja echt zu billig, ne? Aber gut, es gibt ja auch welche, die bauen die Mauern extra nicht aus, weil sie den Mauernstyle schick finden, ne? Also sie finden dann die Farbe der Mauern cool oder so. Ich muss sagen, die kleinen goldenen hier, die fand ich schon immer schick. Aber die halten halt irgendwann nichts mehr, ne? Und deswegen, also und auch die Lilan hier, die finde ich eigentlich eher hässlich. Die sind auch kleiner als alle anderen Mauern. Da hab ich immer so das Gefühl, die halten noch weniger als die höheren Mauern aus, obwohl die ein Level höher sind. Aber nichtsdestotrotz hat er hier 3 Sterne geholt, der Kobri. Und dann gucken wir jetzt mal in laufenden CK mal eben rein, was für ein Donnerbengel noch bleibt. Ich hoffe, der kommt nicht zu spät. So heißt die Folge ja. Also irgendein Motto habe ich ja immer. Mal sehen, wo der Donnerbengel nicht zu spät kommen darf. Also gehen wir hier mal rein. Clanbogen sind schon alle befüllt, so wie ich das sehe. Und der Donnerbengel hat ja denn eigentlich eine richtige... Egal, das muss ich den auch mal austreiben. Egal. Nicht so schick. Ich glaube, da verpassen wir eben doch mal so eine richtige Anti-3-Star-Base. Ah ja, ja, hier kannst du alle Luftabwehren blitzen. Mit ganz, ganz wenig Blitz sogar. Das muss ich immer stecken, den Kollegen. Das sieht nicht so gut aus, aber er selber ist hier an 12 gelistet. Was haben wir hier an 12? Da kann er in jedem Fall gegenstinken. Da muss ich ihn vielleicht ein bisschen unterstützen im Rathaus 9 Bereich. Das ist jetzt keine Base, ich wollte nur gucken, wie der so ausgebaut ist, aber 30er Helden hier, also eine Maxed Out Rathaus 9 Base. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich hoffe, dass ihr nicht immer so spät dran seid, wie ich auch. Beziehungsweise wie ich es manchmal bin, also ja, leider verpasst, aber immerhin ein bisschen Loot mitgenommen. Und Lela, wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen rotieren, geht jetzt mal mit in die Clankriege rein. Dafür lasse ich dann den Schießbarfuß wieder raus. Und so spielt ihr dann auch jeder mal, oder ich spiele hier dann mit verschiedenen Rathausstufen. 12 habe ich diese Woche schon durch, 11, dann nur ein 10er. Passt in jedem Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Dann kann ich mit euch auch die Frage klären, warum ich gestern Abend nicht gestreamt habe. Ganz einfach, einer meiner Jungs hat im Moment Frühschicht, der muss um 5 Uhr aufstehen und geht dementsprechend früh pennen. Und dann habe ich mir selber gesagt, dann gehe ich nicht um 9 oder um 10 Uhr online und laber hier so hart rum hier oben und der kann nicht pennen. Und deswegen habe ich ein bisschen Rücksicht genommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kann ja heute auch den Midclash machen oder morgen. Müssen wir mal sehen. Und jetzt war es das auch mit Reden. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.